Okay, weiter geht's. Kann ich das zerstören? Helm. Ich glaube, im nächsten Kampf zeige ich euch mal, was passiert, wenn drei Kerle sauer sind. Hey, wie komme ich da hoch? Okay, hier glaube ich, zeige ich das mal. Also in diesem Kampf zeige ich euch mal einen starken Angriff von den ganzen dreien. Wenn alle auf Zorn, also zornig sind. Was hat er jetzt geklaut? Nichts, oder? Aber ich hoffe, er stirbt jetzt noch nicht. Scheiße. Okay, Level up. Das ist ja was Gutes. Hier Explosionsfrucht. Okay. Jetzt auf einmal geht es. Okay, dann in diesem Kampf zeige ich euch mal, was passiert, wenn drei Leute so richtig sauer sind. Piccolo leck. Okay, er ist schon. Okay, gut, gut, gut. Egal, ob er vergiftet ist. Warte, den tötest du mal und den greifst du mal normal an und den greifst auch normal an. Der ist schon getötet dann. Warte, ich muss mich jetzt kurz wieder erinnern. Wie gehen die Attacke nochmal? Warte mal, ich muss mich jetzt richtig erinnern. Ach, komm an. Was, Meteor-Kombination? Glaub schon. Du hast Höllenspirale irgendwie gemacht und du hast volle Wunderkraft bei ihm gemacht. Ach, scheiße, falsche Kombi. Ah, kacke. Da muss ich gleich wieder nachgucken. Ach, ich hätte das gerne in diesem Kampf gezeigt. Da mache ich im nächsten Kampf dann, versprochen. Muss mir kurz gleich nachgucken, wie das geht. Komplette Erholung. Okay, kurz mal gucken, wie die Attacke hieß. Nicht das, da waren. Nicht das, nicht da. Ah, das hier. Meteor kommt aus den Höllen. Ach so, Höllenansturm. Oh. Okay, merke ich mir. Öffnen. Kann ich irgendwas untersuchen? Okay, da ist ein Speicherpunkt. Okay, in den Kampf dann. Okay. Okay, der ist schon zornig. Gut, gut. Okay, gut, gut, gut. Der ist tot. Leck mich. Okay, Meteor-Kombination. Höllenspirale. Höllenansturm. Meteoreinschlag. Und seht euch mal den Schaden nach, nachdem ich die gelevelt habe. Ja, Leute, der Schaden geht noch weiter. Aber mit den Schaden schaffe ich es nicht gegen den Secret Boss. Aber echt nicht. Und über 3000. Komm, ich schaffe ich noch über 4000. Kommt die Höllenspirale. Das hat schon alles gesprengt. Okay. Warte. Nein. Okay, kurz nehmen. Shenglongs Nagel. 10 Nagel oder was ist der Nagel? Shenglongs Nagel. Kann ich das bei drei Leuten machen? Okay, ist es eine Kapsel? Shenglongs Nagel. Ausrüstungsgegenstand dann. Shenglongs Nagel. Du landest in jedem Kampf den ersten Kampf. Du landest in jedem Kampf den ersten Angriff.
Ich finde nicht so interessant, aber naja. Oh, ich hoffe, ihr habt die Tür nicht zu hören hören. Ja, Piccolo ist gestorben. Oh, rest in peace, Piccolo, rest in peace. Okay, Tür ist zu. Musste kurz noch was bereden. Okay, ich habe mal ein paar Kämpfe hier übersprungen. Und ich bin gleich zur Kiste gegangen, weil der Weg ist nichts Interessantes. Überraschungskampf. Ich habe gegen den schon mal gekämpft, um zu sehen, ob ich ihn besiegen würde. Und ja, ich würde ihn eiskalt besiegen. Böser Anschlag und wir werden mal zornig. Das hilft uns auch eher, dann macht er auch mehr Schaden, wenn er den ultimativen Angriff macht, also Meteoreinschlag. 1-1-1-1. Okay, so viel hat er schon abgezogen. Jetzt muss noch Piccolo kurz. Ihr müsst alle auf zornig kommen, danach habe ich gewonnen. Eiskalt habe ich dann gewonnen. Boah, so ein kleines Stück. Das wäre der Sonic. Ich glaube, jetzt ist seine Zornanzeige schon voll, oder? Ja, er ist schon voll. Jetzt muss ich einfach nochmal angreifen mal. Okay. Und was ich bemerkt habe, dieser Roboter, wie alle, die Dragon Ball kennen, ihr kennt bestimmt diesen Roboter. In der Unterwasserstation, ihr wisst ja noch bestimmt, ja. Höllenspirale und Höllenansturm. Meteoreinschlag und der Gegner ist jetzt gleich tot. Und ich habe nicht so viel Leben verloren, wie ihr gerade seht. Und weil er jetzt zornig ist, zieht er jetzt mehr ab. Ich werde über 5000 vielleicht abziehen. Okay. Ja, ich glaube schon über 5000. Ja, über 5000 würde ich mal sagen. Aber ist noch nichts. Wenn ich richtig gelevelt habe, zieht das über 20.000 ab. Scheiße, so ein kleines Stück hätte 6.000. Okay. Eisenreste. Okay, kann ich verkaufen für Geld. Gottes Umhang. Jetzt zeige ich euch, was ich damit meinte. Gottes Umhang. Gottes Umhang, Gottes Umhang, Gottes Umhang. Brauche ich später. Setzt Kosten für alle Ki-Angriffe auf 1. Okay, das behalte ich für einen späteren Kampf, der kommen wird. Also, wir sehen uns gleich draußen. Okay, hier ist noch ein Kampf. Also ein neuer Gegner, den töte ich mal. Also nach dem Kampf kommt nichts mehr. Ich wollte eigentlich den ganzen Weg da rausschneiden, aber naja. Jetzt ist der aufgetaucht. Naja, ihr seht den neuen Gegner. Eigentlich nicht anders als die andere. Er ist nur rot anstatt blau. Böser Anschlag auf das Mädchen. Ach. Vielleicht muss ich auf diesen verwirrenden Dungeon. Ich habe schon den mal ausprobiert. Der ist echt verwirrend. Man kommt da eigentlich nicht richtig klar, würde ich mal sagen. Angriff, 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 Angriff. Und so, weg mit dir. Okay, zwei Level-Ups. Und so. Er hat schon auf 100, er ist schon auf 100, okay. Okay, wir sehen uns draußen. Okay, weiter geht's. Ich bin draußen, okay. Ich gehe mal ein paar Sachen kaufen, also zum Beispiel Phönixfeder. Phönixfeder brauche ich noch ein paar Stück. So. Okay. Dankeschön. Momentan gibt es hier nichts, was man mal holen kann. Z-Memos weiß ich jetzt nicht. Hab noch nicht ausprobiert, keinen Bock gehabt. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles erledigt, was ich machen wollte. Außer die Steine müssen auch sowieso noch kommen. Jetzt können wir mal zum Teufelsklo. Der Name ist sowieso behindert. Also, Teufelsklo. Also, da kann man echt fragen, kackt der Teufel da rein? Anscheinend schon. Bestimmt in diesem Mund. Okay, erstmal die ganzen Truhen holen. Okay, die Gegnersorte haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Und sprint. Ah, meine Stimme. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich glaube, er ist tot. Er ist ja auch vergiftet. Ach,
Geschwister. Wartet gleich mal. Okay, danke schön. Warte. Okay, weiter geht's. Shenglong-Schuppe, kennen wir schon. Und bitte. Das war ein schneller Kampf, nachdem ich trainiert habe, ja. Okay, speichern wir mal. Puh, ich habe auch gegen den Boss hier schon gekämpft. Ich besiege ihn. Aber er hat eine komische Eigenschaft, die zeige ich euch gleich. Deswegen habe ich auch Gift geholt. Ich hoffe, kein Zufallskampf. Okay, ganz flüssig. Irgendwie kein Zufallskampf. Das wird man doch immer sehen. Ach, jetzt wurde ich in Facebook angeschrieben. Und von wem? Wer ist das denn? Okay, den Kampf, also den Wolf haben wir noch nicht gesehen. Warte, du greifst ihn an und du machst Sprint. Ach, wieso schreibt er mich bei Facebook an, verdammte Scheiße? Ach, ich antworte ihn einfach nicht. Fertig. Ich muss doch nicht jeden irgendwie antworten. Hallo, ich habe auch andere Probleme. Bestimmt wegen der Klausur morgen. Und er will bestimmt wissen, warum ich das... ob ich weiß, was ich lernen muss. Ach, komm. Okay, weiter geht's. Ach, nach dem Kampf. Und ich habe Facebook jetzt ausgemacht. Einfach keinen Bock mehr, dass er mich anschreibt. Und ich wusste es auch, er wollte wissen. So, er wollte wirklich wissen, was wir lernen müssen. Er schreibt so, was müssen wir lernen? Dann habe ich gesagt, habe ich einfach das Thema genannt. Finanzkrise in Politik. Okay, neue Gegnersorte. Meteor-Kombination, böser Anschlag, Energiestrahlensalve. Boah, der hat genervt. Aber egal, jetzt ist es geklärt. Und da habe ich Facebook ausgemacht, nachdem ich die geantwortet habe. Und Schaden sehen wir mal. Ich glaube, die obere ist schon tot. Ja, der untere stirbt jetzt mit Meteor-Kombination. So. Ich glaube, ich muss auch die andere Truppe auch mal zeigen. Also Yamshu, Krillin und Tenshinhan, die menschliche Gruppe. Ich habe bisher nur die außerirdische Gruppe hier gezeigt. Okay, zwei außerirdische und ein halb außerirdischer Typ. Das wird langsam ein Witz. Also wirklich. Mit den Gegnern am Anfang, als ich hier reinkam. Also was ich sagen wollte, am Anfang, als ich hier reinkam, haben sie mich ja immer verarscht. Also richtig hochgenommen. Aber jetzt nehme ich die eiskalt hoch. Und ich lasse mir das nicht mehr gefallen von diesen Bastarden. Und das ist ein kleines Rätsel. Ich weiß auch, wie man zu der Truhe da unten kommt. Zeige ich euch gleich. Man muss erst den Weg gehen, um diese Truhe zu kommen. Und den restlichen Weg könnt ihr schon euch denken. Und jetzt so. Und der geht jetzt zu der Truhe, oder? Der Weg. Ja, der geht zu der Truhe. Ich hole dir jetzt Einfrierkarte. Ach so. Das friert die Gegner ein. So. Auch so eine Kapsel dann. Hat Odongs Nase habe ich schon gezeigt, oder? Ja, ich habe die schon gezeigt. Okay, was wir sagen. Man konnte auch noch andere Sachen ja kaufen, andere Kapseln, die man irgendwie gut gebrauchen kann. Warte, bei Gott konnte man. Hier habe ich jetzt extra einen dummen Fehler gemacht. Okay, jetzt muss ich wieder zurück. Mann. Ich will auch in diesem Part noch den Kampf zeigen, also gegen den Boss. Der Boss ist sowieso ein Hurenbock. Aber richtiger Hurenbock. Naja, aber ich schaffe ihn schon. Keine Sorge, keine Sorge. Ach ja, man kann die Dragon Balls öfters suchen, um bestimmte, also was ich sagen wollte, man kann die Dragon Balls öfters suchen, um bestimmte Wünsche zu erfüllen. Es gibt einen Wunsch, den ich machen will, um ein bestimmtes Item zu bekommen, wo man, also Sensu-Bohne erlangt. Ist ein Item? Sensu-Bohne? So, beliebt irgendwie halt in jedem Status. Ach du Kacke.
Also mit dem Item, da heißt Karateanzug oder Eisenanzug oder so, keine Ahnung mehr, stand in der Lösung. Man geht, also wenn man den trägt und rumgeht, kriegt man Erfahrungspunkte dafür. Also mal viel rumgehen, kriegt man auch Erfahrungspunkte. So mal, sowas ist doch toll, oder? Okay, ich komme gleich zum Boss. Und wenn ich den besiege, dann muss ich den ganzen Weg auch wieder zurück. Oh Leute, ja. Das ist der Boss, aber ein anderer Boss. Okay. Vollarmband. Warte mal, Vollarmband. Das ist geil, warte mal. Wertvollring. Okay, da braucht es am dringendsten. Gut, gut, gut. Okay, geklärt. Er ist nicht mehr vergiftet, gut. Also jetzt zum Boss. Okay, ein letzter Kampf vor dem Boss. Okay, es geht weiter. Badams! Okay, Bossfight. Und ja, es gibt zwei Boss, wie ihr bemerkt habt. Den blauen, also ein Monster auf dem blauen Feld und der auf dem roten Feld. Diese Steinsstatue, bewegt die sich? Guck die Zunge an, anscheinend schon. Okay, jetzt muss ich kämpfen. Meteor-Kombination, böser Anschlag und Sprint. Okay, wenn ich meinen Meteor-Einschlag hier mache, dann habe ich eiskalt gewonnen. Aber er hat eine komische, also eine eklige Fähigkeit, die uns... Okay, gut, 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 Son Goku. Die uns alle hier hochnehmen kann. Ja, die Fähigkeit hat mich selbst hochgenommen, als sie auf einer hohen Stufe war. Ja, Leute. Bitte. Verprügel ihn. Komm, werde auf der Zornanzeige. Ja, das ist die Fähigkeit. Die vergiftet unser Bastard. Angriff, Angriff, Angriff. Jetzt nochmal. Son Goku muss zornig sein. Okay, das ist gute Voraussetzung. Und hat da so eine schwule Attacke bei... Ach, scheiße, Mann. Wieso muss jetzt Son Goku verwirrt sein? Was machst du jetzt? Oh, okay, jetzt ist da wieder normal mit Torkombination. Höllenspirale. Höllenansturm. Meteoreinschlag, komm. Der Kampf soll schnell geregelt sein. Und Son Gohan soll auch nicht sterben. Ach ja, für den nächsten Boss werde ich die menschliche Gruppe benutzen, damit ein bisschen Abwechslung kommt. Okay, so viel Schaden hat er bisher nicht. Okay, doch. Was wäre, wenn ich ihn zornig gemacht hätte? Also Zornmodus. Das hätte ich gerne gesehen, aber ich glaube, er ist jetzt schon gleich tot. Und tot. Was, du lebst noch? Okay, Meteor-Kombination. So. So. Und bist jetzt weg. Solltest du jetzt auch. Ich habe genügend Schaden bei dir reingerichtet. Oder bei dir gemacht, genau gesagt. Er wird mich verarschen. Der lebt immer noch. Endlich. Drei Level Ups. Okay. So und so. Und so. Und so. Dankeschön. Der hat aber ein bisschen lange gedauert. Dwangbo-Splitter erlangt. Ein Splitter? Was? Ein Splitter, verdammt. Was ist los? Der Zwei-Sterne-Dragon-Ball. Er ist kaputt. What? Kaputt. Vielleicht waren die zwei Signale auf dem Dragon-Radar ja... der wurde gesplittert, der Dragon-Ball. Zwei Teile von selben Dragon-Ball. Oh. Wenn er kaputt ist, können wir Papa nicht zurückwünschen, oder?
Keine Sorge, Son Gohan, dein Vater hat schon einen Plan. Wir gehen zu Gott und er macht es. Einen Plan? Jawohl. Los, Leute, es gibt noch einen Ort. Finden wir den anderen Teil des 2-Sternen-Dragon Balls? Okay. Ja, gehen wir. Ach so, das Teleporter wusste ich gar nicht. Aha. Große Symbole sind auf dem Boden gemalt. Sie sind nicht interaktiv. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.